scheiße. Komm, Bruder, glaub an dich, Bro. Du bist der Beste. Komm, Bro, let's go. Oh mein Gott! Freistoß für Patan. Schöner Ball. Gola Acere, Gola Miente, was geht ab meine Besten, euer Boy Ermio Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja Miente, ihr könnt es im Titel lesen, ich war gemeinsam unterwegs mit einem Abonnenten, der gegen Youssoufa Moukoko gespielt hat. Und ich würde sagen, jetzt nehme ich euch mit auf die Reise zu ihm gegen das Wunderkind Mavemo. Bis. Gut hingefunden. Bro, alles entspannt. Dein Bruder hat mich auf korrekt abgeholt. Aufgeholt, alles klar. Ich werde schon nervös. So, mir intern, da ist ja der Bruder. Ey Leo, ich habe eine Bitte an einen von euch. Ich brauche Socken, ich habe keine Socken. Krieg Socken, Bro. Warte, korrekt, deshalb ich zieh nicht besser die Schuhe aus. Weil Tennissocken oder kurze? Egal, Bro. Endlich angekommen, puff, 7 Stunden. Ich bin tot. I'm dead. Deine Socken, Bro. Ja, Bruder. Dankeschön, küsst dein Herz. Was geht ab? Was geht ab, was geht ab? Lang nicht mehr gesehen, wie lange war das her, Bro? Bro. 3 Jahre oder so? Locker, 3-4 Jahre. Ja, ich hab gehört, Fußball-Challenge. Ja, normal. Willst du unbedingt verlieren, hab ich gehört. Ach, unbedingt will er wenn verlieren. Wenn ich am Ende nicht gewinne, ne, dann weiß ich auch nicht. Wir können wetten. Okay, Mate, ich würde sagen, wir gehen gleich was essen. Bitte sag, du hast Hunger. 100%. Sehr gut. Ich habe nichts gegessen, ich habe richtig Hunger. Ich würde sagen, du musst irgendein Restaurant aussuchen, was Baba ist, Bro. Was gehen wir essen? Boah, weiß ich noch nicht. Okay. Lass dich überraschen. Ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen später. Entweder gleich beim Essen oder morgen, aber immer. Bis. Okay, Mente, wie ihr unschwer erkennen könnt, der Leo ist nicht mehr da. Dafür der Bruder, der Valon. Und hinten noch ein guter Kollege vom Valon, der Anton. Anton aus Tirol. Was geht ab, was geht ab? Oh, ja, Jungs, jetzt ist der Tag angesagt, hä? Ja, Mann. Der Bruder von Valon, Leo. Abonnent, Ehrenmann, heute gegen kein geringerer als Youssoufa Moukoko. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Ein Video, was ich mich enorm drauf freue. Sorry. Und Kamera breaken hier. Valon, kurz eine Einschätzung, Resultat. Erstmal, was hoffst du? Ja, Idealergebnis ist natürlich 3-0 und mein Bruder trifft 3-mal, ne? Okay. Aber um realistisch zu sein, beziehungsweise so unrealistisch ist es nicht unbedingt, aber Dortmund ist schon stark. Und wenn die einen guten Tag haben und Wuppertal einen Scheißtag erwischt, dann könnte es böse enden. Ja, mir hätte ich meine Prognose, also was wärst du, deine Prognose, was sagst du? Wie es heute ausgeht? Du, ja. Ich hoffe für so ein knapper Sieg für Wuppertal, 2-1, 1-0, sowas. Ja. Bruder, ich sag, das Spiel wird krank. Ich sag das Spiel, weil die Wuppertaler werden, glaube ich, so motiviert sein. Ich sag 2-2. Ich hoffe. Was sagst du, Anton? 3-1 Wuppertal. Okay. Leo, 2 Dinger. Leo, 2 Tore. Okay, wir drücken auf jeden die Daumen hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem... Nee, nicht auf dem Spielfeld, ja, wir spielen heute nicht. Leider nicht, aber wir sehen uns gleich am Spielfeldrand bei Leo. Ich würde sagen, Remo. So, Miette, wir sind im Stadion angekommen und beste Baba-Wetterbedingungen. Schöner Sonnenschein. Leider habe ich das Video heute nicht pünktlich geschafft, online zu stellen. Tut mir leid. Ich habe alles versucht, aber Miette, jetzt sind wir hier und ja, ich fieber einfach so hart mit. Ich hatte vor, was ich dargestellt habe, mit Gänsehaut, weil, ja, einfach mein Abonnent, boah, was ein Schuss hat er gerade gemacht. Schade, dass ich den nicht aufgenommen habe. Auf jeden Fall, Miente, ich bin einfach nur gerade happy, dass ich den Leo da sehe. Und ich weiß einfach, heute wird etwas Spezielles passieren. Er ist ein super Talent und auf der anderen Seite, ich sehe Moukoko auch schon. Ich werde jetzt euch ein paar heftige Aufnahmen machen. Ich will gar nicht mehr viel reden. Ich nehme jetzt auf für euch. Ihr wisst Bescheid. Cubanito featuring Abonnente. Let's go. So, Miente, da ist er. Leo
unser Abonnent. Boah, schöner Schuss. Und er wird heute auf einer Position spielen, wo er eher weniger gespielt hat. Er wird heute als Stürmer spielen. Weil auch gestern, man hat es gesehen, der Typ ist einfach enorm, enorm fit. Und ja, ich würde es ihm einfach so gönnen. Ihr seht, da zeigt auch in die Kamera. Ja, Miente, das wird ein richtig Baba-Spiel. Die sind heiß, die Jungs. Die sind heiß. So, und da laufen sie ein. Und da ist Mokoko. Komm, Bruder, glaub an dich, Bro. Bist der Beste, komm, Bro, let's go. Yusuf. So, Mirte, da ist er, Leo, mit der Nummer 27. Und da drüben ist er, Yusuf Mokoko. Mirte, jetzt ist es soweit, da steht der Yusuf Mokoko. Und es geht los. Leo mit der Nummer 27 für den SV Wuppertal gegen Mokoko und den BVB. Boah, stark! Geh, Junge! Oh mein Gott! Oh, yeah, yeah, yeah. Die machen hier direkt Druck. Boah, wäre das ein Ding gewesen, wenn der reingegangen wäre. Oh, stark gemacht. Oh, wie bitter, da ist bereits schon das 1:0. Wie bitter ist das? Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja, wenn man es vorne nicht macht, dann kriegt man es hinten wortwörtlich. Nummer 1, Torschütze für den BVB mit der 11, Giovanni Reiner. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich hab's ja nicht umsonst gesagt. Der Junge ist einfach nur heftig. Boah, was ein Volley. Das Ding ist, der hat mit so einer Chance niemals gerechnet. Boah, schön gemacht. Oh, beinahe. Beinahe kommt dann Leo zum Abschluss. So, Freistoß Wuppertal. Ja, schöner Ball. Jawohl! Jawohl! Er trifft einfach! Leo mit dem Tor! 2:1! Jawohl, Bruder Hans! Let's go, Bro! Let's go! Ja, Mann! Komm mal, Leo! Schon. Genau das kann er. Einfach abschlussstark, der Junge. No risk, no fun, mit vollem Risiko. 14. Spielminute. Schön, Bro. Für die Mannschaft. Für den BSV. Hey, tritt das Trikot mit der 27, Leonard Bayraktari. Hey, Bratte. Dann bring den Ball gut rein. Schön. Komm. Schön, Leo. Nein, nein, nein. Schön, Torwart. Schön, Torwart.
dieser Moukoko ist ja unglaublich. Eieieiei. Eieiei. Der 23. Spielminute, Treffer für den BVB zum 1:3. Torschütze mit der 18. Justus. Schade. Ja, super Laufweg und dann Abschluss ist einfach. Das ist einfach klasse, das macht er richtig gut. Und schon wieder ein Tor, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein und fast genau gleich. Leute, der Typ, he's hacking the game. Schwer für Leo, da vorne kriegt er fast gar keine Bälle. Die kann man eigentlich nichts vorwerfen. Einfach von da, nicht schlechter Schuss. Schön. Leo, schieß! Oh! Oh mein Gott! Perfekt die Hacke! Und dann der Torwart kratzt einfach von da raus. Oh ja. Oh. Moukoko. Wann hört er auf? Wird Moukoko eigentlich auch mal müde? Einmal links. We don't know. So, Miente, Halbzeitpause. Kaiser, Mann des Spiels, Youssoufa Moukoko, hat einfach auseinandergenommen. Und da ist Leo. Ja, sehr, sehr schwer für ihn, hat aber ein gutes Spiel gemacht, bekommt aber fast gar keine Bälle, aber trotzdem sein Torwart Baba. Ich bin stolz auf dich, Bruderherz. Hast dich sehr, sehr gut geschlagen. So, ich. Jungs, was sagt ihr zu Moukoko? Ja, was? Leute, du bist eiskalt. So, da ist er, Youssoufa Moukoko. Weiter so, komm, Bro. So, Miente, rein in die zweite Halbzeit. Dortmund jetzt von links nach rechts. Und da schön geblockt. Jetzt, Druck! Oh mein Gott, und der ist drin. Eieieiei. Also vorm Tor, Moukoko. Der ist einfach ein Wunderkind. Jetzt ganz bitter. Okay, Miente, der Trainer wechselt Leo aus. Sehr, sehr schade, dass er ihn auswechselt. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Ich finde, er war einer der besten Spieler auf dem Platz, wenn nicht sogar der Beste. Wie sieht es, das einzige Tor geschossen. Sehr, sehr gut gespielt. Schade, dass er ihn rausnimmt. Youssoufa Moukoko. So, Miente, Freistoß. Oh. Und noch Elfmeter. Jetzt kommt's ganz dicke. Sechstes Tor. Youssoufa Moukoko. Spielstand 2:9. Und das war's auch vom Spiel. Spiel ist zu Ende. Youssoufa.
Yusufa. Yusufa. Da ist er. Yusufa Mokoko. Ah, unnötig, unnötig so hoch verloren. Wir lernen draußen, dann gegen Düsseldorf machen wir das nächste Mal besser. Ich würde sagen, wir reden danach in Ruhe nochmal. Okay, geh mal duschen, Bro. Weil dein Bruder nachher noch spielt, du weißt. Danke, Leo. Okay, Miente, wir sind wieder bei Leo zu Hause angekommen. Bruderherz, erstmal, ich hab's dir am Spielfeldrand gesagt. Du hast echt, finde ich persönlich, richtig, richtig gut gespielt. Du hast viele Aktionen gehabt. Dankeschön. Klar, bei dem alten Schuss, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich den aufgenommen hatte, aber Miente, er hat ein Baba-Tor geschossen, das gegen, meiner Meinung nach, Dortmund eines der besten Nachwuchsmannschaften in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Bruder, dafür Props. Danke, Bro. Jetzt erstmal für die ganzen Leute da draußen. Wie war es auf dem Platz? Erzähl uns mal ein bisschen. War angespannt. Also ja. War auf jeden Fall erstmal so geil, so gegen Dortmund zu spielen. Dieser Platz, Stadion und so war geil. Vor allem auch gegen Moukoko. So, die ganze Welt redet über den. Aber über den brauche ich ja nicht viel sagen. Ne? 6 Tore sprechen sollten schon so für sie. War schon stark seine Präsenz und so alles. Ja. Und Bruder, Hashtag noch Homo, aber Bro, ich hab so mitgefiebert, ne? Ich war ja unten, ich stand unten bei dir. Mhm. Und Bruder, ungelogen, ich hatte fast Tränen in den Augen. Echt? Ich bin nur noch Homo. ich bin hoch zu deinem Bruder, er genau gleich emotional. Ich hab mir so gehofft, bitte schieß ein Tor, bitte schieß ein Tor. Hat eins gemacht, aber Bro, das war so krass. Diese erste Chance, weil ich glaube, hättet ihr die reingemacht, wo ja leider, ich glaube, die Nummer 11 war das, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall einer von euch vorne. Der schießt einfach in der ersten Minute schießt er gegen Pfosten. Ich glaube, wenn der reingegangen wäre, wäre das Spiel komplett anders geworden. Also was meinst du? Glaube ich auch. Also das Spiel wäre komplett, glaube ich, in einer anderen Richtung. Komplett andere. Man kann es nicht sagen, weil Dortmund hat danach schon ziemlich dominiert. Ja, klar. Aber ja, danach im Gegenzug gab es ja dann das 1-0. 1-2-1 wollte ich sagen. Nee, 1-0. Aber ja, Bruder, auf jeden Fall erzähl mir noch, wie war's mit dem Koke jetzt wirklich auf dem Platz zu stehen? Wie ist er so drauf? Maschine. Also ich habe den selber nicht so eingeschätzt, dass der so krass ist. Mhm. Aber dann, ich glaube, der hat ja 6 Tore gemacht. Ich glaube, der hatte 7 Chancen. Mhm. Hat davon 6 Buden gemacht. Einen davon halt verschossener Elfer, aber Nachschuss dann reingemacht. Also Effizienz 100% eigentlich. Und vorher hast du mit einem Kollegen geredet, hast du gesagt, oder? Ich glaube, dein Handy hat absolut vibriert und die Nachricht Nummer 1 war einfach nur: Ey Bruder, wie war es mit Moukoko? Moukoko, Moukoko, was hat Moukoko mit euch gemacht? Ehrlich. Ey, das ging mir aber auf die Nerven, dass ich das die ganze Zeit gehört habe. Nein, kann ich auf jeden Fall verstehen. Nein, und du hast, glaube ich, auch zu meinen Kollegen gesagt, und ich habe es auch gesehen: Ihr seid fast gleich groß und du bist ja ziemlich groß. Mhm. Ich dachte, der ist viel kleiner. Dachte ich auch. Also, als ich die Videos und so von ihm gesehen habe, dachte ich auch so: Der ist 1,75 oder so, 1,70. Und dann, ich bin ja selber 1,86, 1,87. Ja. Auf einmal, nach dem Spiel, er klatscht mich ab. Ja. Für mich Augenhöhe. Das ist genauso groß wie ich. Hat mich schon mal noch mehr schockiert, so, dass der 14 ist. Ja. Vielleicht bist du 14, vielleicht nicht so, aber sei mal dahingestellt. Ja, also meine persönliche Meinung, die kennt ihr ja. Fakt ist aber, er ist richtig, richtig heftig. Er ist krasser Spieler. Und ja, Bro, auf jeden Fall noch die letzte Frage. Eine der letzten Fragen, wie war das, das Tor zu schießen? Boah, das war... zu viel Adrenalin, oder? Boah, das war echt geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den so reinmache. Aber dann so beim 2-1 hätte ich nochmal Mut, so Hoffnung. Ja. War noch gut dran, auch das zweite Ding direkt nachzulegen. Aber ja, danach kriegst du noch das 3-1. War Hoffnung immer noch da. Aber wie gesagt... So, abhaken jetzt, nächstes Spiel anschauen gegen Fortuna Düsseldorf nächste Woche. Vollen Fokus darauf, das Spiel jetzt vergessen. Und dann machen wir das gegen Düsseldorf. Ja, Mann, hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich drücke euch die Daumen. Und ja, Mann, auf jeden. Ich würde sagen, Miente, das war's vom Video. Ihr wisst Bescheid. Checkt den Bruder ab, den Leo. Er ist richtig, richtig korrekt. Langer Abonnent schon. Und ja, ich würde sagen, Bruder, vielleicht
Mal gucken, machen wir noch ein zweites Video, irgendeine Reaktion oder eine Fußball-Challenge, gucken wir dann spontan. Machen wir, Bro. Machen wir. Safe. Alright. Würde ich sagen, folgt ihm auf Instagram, ihr wisst Bescheid, ich kann gar nicht mehr richtig reden, ich bin todmüde, hab vielleicht noch das Video geschnitten, ist gerade jetzt online und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, folgt ihm auf Instagram, November. Peace.